Ja, also, meine lieben Damen und Herren, gell? Sie sehen, der Herr Lanecker schreibt seit Jahren über das, dass konkret Österreichs Regierung und Minister auf jeden Fall einige nicht nur kriminell sind, sondern dafür sorgen, dass Österreich auch in der Causa Lanecker wirklich völlig versagt, eine Nazi-Justiz an den Tag legt, das über 15 Jahre Amtswillkür betreibt, weil man hier einfach nicht den Tatsachen ins Auge sehen will. Und ich zeige Ihnen noch ganz schnell jetzt etwas viel, viel Interessanteres, warum ich eben von einer Justizwillkür spreche, wie sie da unter den Hitler-Figuren betrieben worden ist. Und wie gesagt, liebe Experten da in Österreich, liebe Medien und sonstigen Journalisten, Ihnen gebe ich jetzt einmal auf den Weg fürs Leben einen Tipp. Wenn Sie nicht wissen, wer Holländer ist, ja, das empfehle ich allen Juristen. Denn der beschäftigt sich ausschließlich einmal mit Dingen, die ja bei der Justiz so gar nicht aufscheinen. Hier muss man schon sehr speziell nachschauen, welche OGH-Urteile über LH-Urteile oder LG-Urteile oder andere BG-Urteile drüber gefahren sind. Und wenn man das nicht weiß, ja, dann bleibt man hier übrig. Ich denke, wenn es einmal ein BG-Urteil gegeben hat, wo es schon einen bestehenden OGH-Beschluss gibt, dass eben dieses Urteil so nicht rechtskräftig war damals, dann gilt es auch in der Zukunft so. Aber egal, in der Causa Lanecker geht es darum, dass Justizminister aufgefordert wurden, schlimmste Amtswillkür gemeinsam mit meinem Beweismaterial aufzudecken. Ich habe wirklich im Laufe von 15 Jahren alles getan, was einem Menschen überhaupt nur zur Möglichkeit steht. Und wie gesagt, jetzt, meine Damen und Herren, werde ich beweisen, warum Herr Lanecker schreibt, die Nazi-Justiz Österreich. Das ist ja nur ein kleiner Auszug hier. Aber Sie sollten eines wissen, werter Herr Minister Brandstätter, wenn Sie Zeit für Partys haben in der amerikanischen Botschaft, dann sollten Sie sich aber ernsthaft jetzt überlegen, ob Sie sich Zeit nehmen, wenn der Herr Lanecker bei Ihnen im Ministerium, im Kabinett anruft, die Frau Martina Berger, glaube ich, hat es geheißen, einen Herrn Magister Eckert aus dem Team S. Team S steht für Team Staatsanwaltschaft. Hier ist angeblich geprüft worden seit einem Jahr alles, ja. Was aber seit einem Jahr geschieht, Herr Minister Brandstätter, ist, dass Ihre dreckigen Scheißfiguren in Ihrem Scheißministerium, in sich völlig korrumpierten Dreckshaufen, Sauhaufen meiner Justiz, und ich wähle diese Worte sehr, sehr genau, jede Begründung, Herr Lanecker sei ja schuldunfähig, und zwar mit der Begründung, der Herr Lanecker hätte Wahnvorstellungen, gell? Ich reiße euch euren korrumpierten Drecksarsch auf, bis ihr Dreckstrotteln über beide Ohren in eurer eigenen Scheiße untergeht. Sie haben hier nicht mehr das Recht, überhaupt öffentlich aufzutreten. My dear ladies and gentlemen, this is Walter Lanecker speaking again and again about the concrete Justice Austria using Nazi methods against victims, helpless people terrorized by cops over 15 years, just to make them shut up. They also organize, maybe every day, starting intrigues and fucking terror. And this is only about my cause. I can show you now why Austria wants me dead. I have given to ministers 20 years ago the best ideas how to save this land from ruin and everything. How they have to change the financial happen that the people in Austria are not paying for crime of state. All what they have done is they took my ideas and they just... But how can you find words about getting terrorized by a system called democracy? Now I am really asking for international help in the Causa Lanecker. My lawyer is a crime.
His name is Dr. Günther Sulan. He is involved since 2009. If this lawyer would have done anything to show the facts and not shut up if police tell him, we wake your Kanzlei kaputt, we will demolish your job and your name and everything. I mean, is in Austria someone, somewhere, is there any minister who is able to also judge his friends for a crime? Or is Austria only a friendly friend state by crime? And these crimes are altogether friends, so they protect each other. No. Österreich hat das Gesicht verloren und das ist das Resultat einer Verbrecherregierung. Die Grünen, Herr Pilz, gell, das wissen Sie ganz genau, wer ich bin. Und Herr Pilz, nicht böse sein, dass ich natürlich auch die Grünen jetzt echt voll attackieren werde, denn Sie haben im Parlament und im Bundestag einfach nie darüber wirklich gesprochen, dass die Causa Lanek auf den Tisch muss. Und zwar mit meinen Beweisen und nicht mit irgendwelchen konstruierten Dreckslügen von 1000 Polizisten. Es interessiert mich nicht. Alle korrupten Polizisten, die im Fall Lanecker jemals irgendeine kriminelle Scheiße gedreht haben, sollen sterben. Ungeschaut. Und ich hoffe, es erwischt jetzt echt diese Arschlöcher von dreckigen Schweinebeamten-Mördern. Weil ein Polizist, der Hilflose, dazu nötig, gegen Familien vorzugehen, das ist kein Polizist, Entschuldigung. Da können Sie noch so viele Uniformen mit Kekserland drauf haben. Das ist hochwiderlich kriminell. Da sind ja die Nazis ein Scheißdreck gegen das, was hier in Österreich tatsächlich abläuft. Und ich bleibe dabei, meine Damen und Herren. Österreich ist im Jahr 2016, wir haben heute den 3. Juli, nicht bereit gewesen, die Causa Lanecker konkret zu bringen. Und wir rufen jetzt an beim lieben, lieben ORF, denn diesen Trottelhaufen haben wir jetzt echt schon 20 Mal angeschrieben. Und ich glaube nicht mehr, dass ich da noch warte. Ich werde ihn jetzt auch direkt angreifen, den ORF, als Mittäter dieser Vertuschungsverbrecherregierung Österreich. Weil öffentlich-rechtliche Medien haben die Pflicht, ungeschaut und ungeachtet dessen, ob das jetzt wahr ist oder nicht, zu berichten. Das tun sie eh über jeden Scheißdreck. Ja? Wenn zum Beispiel jemand über meine Person Verleumdung betreibt und ich das anzeige, sogar mit Fotos und verlange, dass das entfernt wird, dann tut man nichts. Und das ist für mich Grund genug, eben jetzt wirklich härteste Bandagen auszufahren. Und Sie werden sehen, es ist kein Witz, ich rufe jetzt beim ORF an. Jetzt wird niemand da. Ja, begrüße Sie. Wissen Sie, ob jemand da ist von der... Hallo, grüß Gott. Ja, jetzt höre ich Sie besser. Sehr gut. Wissen Sie, ob von der Innenpolitik jemand noch da ist in irgendeiner Redaktion? Das Problem ist, dass die Redaktionen schriftlich kontaktiert werden wollen. Ja, da gibt es keinen telefonischen Kontakt, das ist das Problem. E-Mail-Adresse kann ich Ihnen anfangen oder Postanschrift. Ich kann natürlich auch was mitprotokollieren und weiterleiten, wenn Sie das möchten. Ja, das wäre sehr nett, das geht ganz einfach. Ja. Ich buchstabiere Ihnen einen Namen. Ja. Walter, ganz normal, Walter. Ja. Ist der Vorname von mir. Ja. Und der Nachname oder Familienname ist Lanecker. Ludwig, Anton, Norbert, Emil, Gustav, Gustav, Emil, Richard. Ja. So, ich habe es seit einiger Zeit im Internet veröffentlicht. Sollte der ORF nicht bereit sein, die Causa Lanecker endlich zu bringen und hier mit dem Beweis anzutreten, dass auch Ministerien seit über 10 Jahren Nazi-Methoden anwenden, um sich der eigenen Strafverfolgung zu entziehen, habe ich mittlerweile den ORF jetzt auch die Klage eingebracht gegen den ORF als Mittäter zu diesem Justizwillkür-Nazi-Wesen und System. Das ist alles im Internet abrufbar. Dazu möchte ich noch eines sagen, und das sollten Ihre Redakteure alle wissen, alle. Ja. Es gibt ja genügend E-Mails, die wir schon geschickt haben, auch die werden heute jetzt veröffentlicht, die E-Mails, die wir an den ORF seit Jahren geschickt haben.
mit der Bitte, man möge, wenn man mir nicht glaubt, einfach einmal Journalisten 3-4 Tage mit mir mitgehen lassen. Und sie können alle Zeuge werden, wie Polizeiterror tatsächlich stattfindet, ohne dass irgendjemand irgendetwas getan hat. So. Das hat auch damals niemand getan, das hat anscheinend heute niemand getan. Nun, jetzt ist es soweit, Herr Langecker wird die Republik Österreich international sowas von zertreten, dass die Republik Österreich aufgrund einer korrumpierten Regierung das Gesicht verlieren wird. Wir reden gar nicht vom Wahlkampf, ja, da gebe ich jetzt Ihnen auch noch ein paar spezielle Tipps. Herr Langecker hat schon vor 6 Jahren angezeigt, dass das Wahlsystem in Österreich in sich korrumpiert ist. Die Wahlbehörde hat von mir einen Anruf bekommen, schon zur Bundespräsidentenwahl, ich hätte auch gerne kandidiert, bis plötzlich einige Polizisten Terror gemacht haben und die Justiz beschlossen hat, man muss mich da irgendwie gleich aus dem Verkehr ziehen, bevor ich da überhaupt noch als Kandidat antreten kann. So, also ich glaube, ich habe jetzt eh genug gesagt. Der Name Walter Langecker ist eine Institution im Internet, da kann auch die Regierung nichts löschen mehr. Die Polizeivideos, die man bis heute gelöscht hat, die sind natürlich auch verfügbar, gell? Das nützt nichts, wenn man Morddrohungen von Polizisten löscht auf YouTube, gell? Das nützt nichts, weil die Minister wurden ja direkt auch mit dem Link versorgt und auch das ist beweisbar. Also, seit Innenminister Strasser, den ich 2004 konkret wegen Fast-Totschlag an meiner Frau durch Polizei angezeigt habe, weil er der Volksanwaltschaft Ewald Stadler im Jahr 2004 alles schriftlich beweisbar amtlich, ja, im Jahr 2004 falsche Unterlagen zukommen ließ aus dem Bundesministerium, habe ich gegen Innenminister Strasser Anzeige wegen schwerem Amtsmissbrauch erstattet. Und den Rest, den wissen Sie, österreichische Medien eh sehr gut, gell? Wie lange es gebraucht hat, dass man Strasser verhaftet und während sein Prozess war, wurde ich inhaftiert, unschuldig? Ja. Ja, nur einmal, die Causa Langecker wird Österreich das Genick brechen, diesem korrumpierten, dreckigen 15 Jahre Verbrecherapparat. Und der ORF, entschuldigen Sie, das sage ich jetzt wirklich zum letzten Mal, bringen Sie die Causa Langecker, rufen Sie mich an, laden Sie mich zu einer Sendung ein. Ansonsten werde ich jetzt Beweise veröffentlichen, die der ORF bekommen hat und nichts getan hat. Das heißt, sie haben sich mitschuldig gemacht, eines konkreten Verbrechens, das zu vertuschen. Und es geht um öffentliches Interesse, da es sich um die Regierung selbst handelt. Ist das soweit klar? Und sollten Sie auch noch Fragen haben oder Ihre Journalisten, Sie sollen sich mit juristischer Lektüre vom Holländer eindecken, ja? Holländer ist ein Spezialist für Verfassungsrecht und OGH-Urteile, die eben bereits schon falsche Urteile auf BG- und LG-Ebene und OGH-Ebenen sogar eben überrult haben. Wer in Österreich Jurist ist, weiß, wovon ich rede und ansonsten soll man bitte den Mund halten, wenn man nicht weiß, wie Österreichs Justiz Nazi-Methoden praktiziert und das täglich. Sämtliche. Ja, ich nehme das Gespräch sicherheitshalber auch auf, so wie alle anderen Telefonate, auch mit Justizministerium, auch das wurde mitgeteilt, auch den Staatsanwaltschaften. Im Moment wird meine 83-jährige Mutter in Tirol in ihrem Haus alleine völlig eigentlich misshandelt. Das Haus wurde nachweislich jetzt, ja, durch einen kriminellen Hergang verkauft und meine Mutter hat nichts mehr mitgekriegt, weil sie schwer demenzkrank ist. Vor einem Jahr habe ich das dem Bezirksgericht Kufstein gemeldet und wissen Sie, wie die Justiz arbeitet? Ich zeige an und fordere eine sofortige Maßnahme, um Schaden zu verhindern für einen doch älteren Menschen, der sichtlich einem Verbrechen zum Opfer fällt. Und was ist rausgekommen? Ich wurde beschuldigt, ich hätte hier irgendwas gedreht, gemacht und sonst was. In der Zwischenzeit laufen 4, 5 Strafverfahren. Wobei, schauen Sie einfach in Facebook jetzt nach, da gibt es jetzt auch einige Seiten. Ich schicke es Ihnen in Facebook, dem ORF und seinen lustigen Seiten. Also es braucht keiner mehr sagen, man hätte nichts gewusst. Gell? Gut, wie gesagt, leite ich weiter so. Ja? Ja, ich erwarte mir schon bis morgen irgendeine Reaktion, weil sonst geht es, wie gesagt, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch noch, dass man eben die gesamte ORF-Riege mit anzeigt. Naja, schauen Sie, also einen Rückruf oder eine Rückmeldung kann ich das Ihnen das ist mir völlig wurscht. Machen Sie, was Sie wollen. Ich weiß, was internationales Recht ist. Ich hab's auf jeden Fall mal Menschenrechte stehen weit...
Ich sage es ja nur, Menschenrechte stehen weit über dem sind internationales Recht und stehen auch über staatlichen Gesetzen. Es heißt jetzt nicht, dass man unbedingt das Menschenrecht sofort vollzieht, sondern es gibt sehr wohl die Möglichkeit, Menschenrechtsverletzungen anzuzeigen und der Staat hat die Pflicht, diese Anzeige zu prüfen. Das ist internationales Gesetz, gegen das sich Österreich wehrt mit Händen und Füßen. Und jetzt sage ich es noch einmal, Sie arbeiten für einen Verbrecherverein, solange die Causa Lanecker vom ORF nicht berichtet wird, und zwar in meinen Beweismaterialien. Nicht von Amts wegen irgendwelche Intrigen berichten, sondern meine Beweise. Das sind Videos über Tatsachen. Gut, ich möchte dann langsam weiterdelefonieren, bitte haben Sie Freut mich wahnsinnig. Wünsche ich Ihnen auch einen Wunder. Es geht halt nur um Milliarden, nicht? Ich weiß nicht. Es geht um die Zukunft unseres Landes. Ich glaube nicht, dass irgendetwas wichtiger ist. Dankeschön, auf Wiederhören. Gerne, auf Wiederhören. So, das war jetzt der ORF. Diese Fürze, diese Drecksverbrecher sind von mir schon, glaube ich, 100 Mal kontaktiert worden. Ich habe sie eingeladen in einer Pressekonferenz vor 6 Jahren. Glauben Sie, diese Hurenbrunzer sind gekommen? Dieser österreichische Scheißapparat ist nur korrupt, sonst gar nichts. So, beenden wir das. 3. Juli 2016.